Moin Moin, und da ist schon unser letzter Tag auf Gotland angebrochen. Wir sind jetzt hier in Blå Lagoon, also die Blaue Lagune. Das war mal ein Kalkbruch, wo die zum Beispiel hier die Kirchen auf Gotland von gebaut haben. Und das ist jetzt ein Badesee und ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Wobei wir sind ja immer noch in der Vorsaison. Darum ist der Parkplatz relativ leer hier. Wir machen jetzt eine Runde rum um den See. Und ich hoffe, ihr kriegt das auch so mit, dass das auch wirklich das Wasser türkisfarben ist. Sieht hier zwar sehr sommerlich schon aus, aber es ist doch ein frischer Wind. Wir haben gerade mal 12 Grad und viel wärmer soll es heute auf Gotland auch nicht werden. In Deutschland hattet ihr ja gestern schön die Möglichkeit, Polarlichter zu sehen. Wir hatten leider nicht das Glück. Der Himmel hatte sich zugezogen. Für heute Abend ist aber angesagt klarer Himmel. Und dann werden wir noch mal zu dem Aussichtspunkt gehen, wo man schön den Sonnenuntergang sehen kann. Und vielleicht haben wir dort die Möglichkeit, die Polarlichter noch zu sehen, bevor es morgen wieder Richtung Festland geht. Liz ist in der Ferienwohnung geblieben. Sie wollte ein bisschen malen und ich nutze noch mal die Zeit hier bei Hög Klint, wo wir unsere kleine Ferienwohnung haben, noch mal eine kleine Runde durch das angrenzende Naturreservat hier mal ein bisschen zu spazieren. Mal sehen, da sind wir ja schon am ersten Tag lang gegangen und bei diesem herrlichen Wetter wollte ich nicht in der Ferienwohnung sitzen, wobei wir müssten so langsam auch packen, weil morgen geht es ja auch wieder Richtung Festland. Da fahren wir dann wieder mit der Fähre von Destination Gotland mit den Ruhesesseln, aber haben noch eine Übernachtung in Oskarshamn. Dort habe ich noch ein kleines Hotel gebucht, weil wir am Nachmittag erst hier losfahren und gegen 20 Uhr denn in Oskarshamn sind. Aber erstmal eine Runde die Füße vertreten und nochmal schauen,
wie schön das hier ist. Ich kann mich nur immer wiederholen, eine wunderbare Gegend hier. Man ist hier übrigens ungefähr 40 Meter über dem Meeresspiegel und es geht natürlich auch gleich steil bergab. Was wir natürlich immer wieder feststellen mussten, dass die Leute auch teilweise sehr unvernünftig sind und sehr dicht an die Kante rangeht. Man muss dazu beachten, das sind Kalkfelsen hier, die sehr porös sind. Und da kann es schnell mal passieren, dass so eine Kante abbricht und man ungefähr 40 Meter tiefer unten liegt. Ich hoffe, den Leuten da passiert nichts. Die kleine Höhle eben gerade wäre bestimmt auch ein super Übernachtungsplatz. Wenn man davon ausgehen würde, dass man nichts auf den Kopf kriegt, weil da bin ich mir nicht ganz so sicher. Jetzt habe ich es mal runter geschafft, runter zum Strand. Ein Steinstrand, sehr schön hier und man kann im Hintergrund noch mal gut sehen, wie hoch die Klippen da hochgehen. Ich weiß nicht, wie offiziell der Weg ist, wo ich lang gegangen war, weil es war wirklich nur ein ganz schmaler Pfad, wo man sich auch etwas unter die Bäume durchschlängeln musste. Aber es war keine Absturzgefahr. Wobei, man musste schon einen sicheren Tritt haben, weil die Steine, die hier liegen, die waren teilweise auch auf der Schotterfläche und ab und zu mal wollten sie wohl weg. Aber da wäre man nur auf den Hintern gefallen und wäre nichts weiter passiert. Am Abend zog es uns beide noch raus, um den Sonnenuntergang zu genießen. Eigentlich wollten wir darauf warten, dass die Polarlichter sich zeigen. Es dauerte sehr lange und wir entschlossen uns doch nochmal zurückzugehen zur Ferienwohnung. Und als ich im Dunkeln nochmal rausging auf die Terrasse, da waren sie, die Polarlichter. Das erste Mal in meinem Leben habe ich sowas gesehen. Sie waren zwar ganz zart, aber sie waren da. Dies soll es auch wieder gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss!